Ist ganz schön wuselig, ja, das stimmt wohl. Oh, das scheint alles wegen den grünen Platten zu sein. Haben wir nicht langsam genug von dem ganzen Zeug? Also die Ionendinger haben wir genug. Die Superkontakte haben wir auch fast genug. Das heißt, sobald die Kisten voll sind, sollten die Roboter wesentlich weniger zu tun haben. Weil sie nicht so viel seltene Erze und grüne Platten und so weiter hin und her schieben müssen. Oh, oh, und zwischendurch nicht vergessen hier aufstufen. Muss ja alles hellblau werden und so. Schwupp, schwupp, schwupp. Schwupp, kurz warten, damit die Roboter nicht hinterher hinken. Und da hängen bleiben. Da nochmal, da nochmal. Jetzt haben wir wahrscheinlich keine Akkus oder Solarpanels mehr. Zwischendurch auch immer schön auf den Strom gucken. Boah, ja, geil. Wir nähern uns den 300 Gigajoule Strompuffer. Hammer. Achso, ihr werdet gar nicht mehr gebraucht. Zerstör mal das da. Und die Kisten. Das ist okay. Wird alles einsortiert. Mehr gelbe Kisten hätte ich eigentlich auch ganz gerne demnächst. Also es scheint noch genug Platz da zu sein, aber trotzdem kann es ja nicht schaden. Gelbe und grüne Solarpanels werden nicht angefordert, um weiterverarbeitet zu werden. Das ist nicht gut. Also du hast schon so viele. Okay, forder mal mehr an. Und du forder auch mal mehr an. Ja. Mache ich gerade einen Denkfehler? Also alle gelben kommen jetzt hierher. Alle gelben werden zu grün verarbeitet. Und alle grünen werden hier gebracht und werden zu blau gemacht. Nee, müsste okay sein. Forschung. Nächste erforschen? Weiß nicht. Ehrlich gesagt würde ich lieber hier Power Armor 5 machen. Mit 12x12 Slots. Oder... die hier mit 12x12 Slots. Es gab noch eine dritte, oder? Oder die hier mit 2x4 Slots. Achso, das ist Exoskelett, das ist Laufding. Das ist keine Power Armor. Hier. Da ist einer mit 18x18. Ja, die will ich haben. Die will ich haben. Die will ich sowas von haben. Das ist richtig viel Platz. Braucht nicht mal lila Tränke. Das ist sehr skurril. Braucht aber 150 Alien-Artefakte zum Bauen. Das könnte eine Weile dauern. Bräuchte 150 Chitin. Wir haben noch keine Anlage gebaut, um Chitin zu bauen. Und der Rest ist vertretbar. Erforscht das bitte. Wir kümmern uns jetzt mal um Alien-Artefakte. Das heißt, das hier wird gekappt. Und alle Artefakte landen bei mir. Ihr seid alle schon 5er, ne? Ja. Die 168, wir brauchen nur 150. Schwing. Sobald das Ding durchgeforscht ist, können wir es gleich bauen. Also super. Noch irgendwelche Engpässe. Bestimmt, aber irgendwelche, die mir auch gleich auffallen. Das Alu klappt jetzt hoffentlich. Ich könnte hier das schon mal vorbereiten. Und zwar für grün und braun bis hoch zur MK3 Stufe erstmal. Damit wir dann MK3 Gottmodule bauen können. Um MK3 Gottmodule zu bauen, müssten wir allerdings das hier erstmal auslagern, wodurch die Roboter jetzt alle noch viel mehr zu tun haben. Irgendwas ist da im Weg. Oh, eine Kiste. Sing. Nicht du. Du. Und die da bitte abreißen. Husch, 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 hin und her, Wusel. Ihr macht das schon, Jungs. Und dann kommen hier die Gottmodule hin. Brauchen die Gottmodule auch irgendwelche Logic Boards? Oder die nehmen alle Logic Boards, richtig? Hier, Gott MK1. Braucht alle Circuit Boards.
Und dann noch die Modulcase, das Mainboard, das Goldding und Solder. Es gab auch eine andere Variante, oder? Wo man das aus den... nicht aus den Boards macht, sondern aus den Modulen selber. Die sehe ich hier aber nicht. Vielleicht in der Fabrik erst. Okay, dann bau schon mal... also hier ist grün, da ist blau, hier ist Gotch. Flop. So, du. Nö, sehe ich auch noch ein Rezept. Na gut, also blau, grün, grün, rosa. Das wird friemelig. Blau. Grün. Grün. Rosa. Und... was ist schnell weggegangen? Davon jeweils haben wir 10. Dann Solder habe ich mir noch merken können. So. Jetzt wird's haarig. Achso, die anderen Modulteile. Das graue Ding, das goldene Ding, das grüne Ding. So, die schrauben wir auch ein bisschen runter. Solder ein bisschen hoch, da haben wir ganz viel von. Das müsste es sein, oder? Nimm. Jo. Und auf jeden Fall Produktivitätsdinger ohne Ende. Und hier hast du Solder. Warum arbeitest du nicht? Weil du keine blauen hast. Warum hast du keine blauen? Weil du keinen Solder hast. Hatten wir den nicht extra gerade aufgestuft? Du. Ups. Oh. Nein! Resin. Ich hasse das. Okay, wir bauen eine verdammte Tree Farm. Ich wollte es nicht. Ich wollte es nicht in meiner Basis haben. Weil Bäume doof sind und getötet werden müssen. Allerdings komme ich nicht wirklich drum rum. Geh mal dahin. Das heißt, ich suche mir jetzt eine Ecke, wo eh keine Fabriken gebaut werden. Weil es zu weit weg ist und wir so viel Platz gar nicht brauchen. Also irgendwo im Westen. Und bau da eine Tree Farm für Resin. Und um das Ganze zu kickstarten, brauche ich jetzt genug Holz, um genug Germlings zu bauen und so weiter und so weiter. Deswegen hacke ich jetzt von Hand Holz bei Folge fast 200. Das ist... aber das kommt davon, wenn man so pingelig ist wie ich, ne? Ich hätte auch von vornherein die Baumfahrt einfach in der Basis lassen können, dann hätten wir niemals Holzprobleme gehabt. Aber nein, es musste alles angepasst werden. Und ja, das musste es. Hier bitte einsammeln. Zack. So, und euch bitte aufstufen. So. Baumfarm. Haben wir denn den Rest davon schon in irgendeiner Form automatisiert? Also, dass Holz verarbeitet wird zu Resin, aber nur wenn Resin blubdiwub? Glaub nicht. Was war das hier unten? Ist doch Resin-Produktion. Okay, ich brauche keine Baumfarm. Ich brauche nur was? Wir haben zu viel... was? Wir haben zu viel Plastik. Ernsthaft? Das ist das große Problem der heutigen Zeit. Wir haben zu viel Plastik. Das darf sofort nicht mehr produktiv arbeiten. Okay, erstmal Chemical Plant. Du bist jetzt bitte MK2. So, dann kriegst du ganz viele Produktivitätsmodule. Und dann nehme ich jetzt einfach hier Plastik raus. Dann wird das hier verbraucht. Du kriegst auch da... wobei, du musst gar nicht produktiv sein. Du kannst ruhig schnell sein. Haben wir nicht irgendwas Tolleres als MK? Achso, das 3er-Aspekt-Module. So. Wusch. Mhm. Angriffe überall. Das müssen wir gleich mal angucken. 20 Türme schießen, das sollte hinhauen. So, Resin kommt aber weitem nicht schnell genug. Nee. Bist du schon die... gammelige alte Version von Ölherstellung. Ne, mach mal die alte Ölherstellung. Da kommt nämlich viel mehr Schwerel bei rum. Sehr gut.
Okay, das läuft jetzt so lange, bis die Kiste wieder voll ist. Sollen wir da jetzt eine Void Pipe irgendwo hinballern? Könnten wir machen, oder? Wenn wir jetzt hier eine Void Pipe hintun, dann fließt das erstmal hier rein und wenn es da nicht reinfließt, kommt es in die Pipe. Funktioniert das so? Erstmal bringe ich ganz kurz das Plastik nach oben, weil der Gero in Zukunft wird bestimmt meckern, wenn ich das Plastik einfach irgendwo zerstören würde. Weil in 50 Folgen oder so das Plastik ausgeht wegen irgendeinem Fehler. Da, so. Und dann hätte ich gerne eine Void Pipe. Wo auch immer die sich versteckt. Da. Phantom Pipe, ja. Void Pipe ist Minecraft. Du, da. So. Jetzt dürfte es keinen Überschuss geben an Petroleumgas. Und ich habe wirklich eventuell dafür gesorgt, dass es irgendwann ein Plastikproblem geben wird. Dadurch, dass jetzt halt nicht durchgehend Petroleum ankommt, sondern auch manchmal da gevoidet wird. Aber ich denke, das ist die beste Lösung, was zumindest das Resin angeht. Und ich muss keine Baumfarm bauen. Ja, oh, sehr gut. Wer genau verbraucht eigentlich das ganze Resin? Ihr seid zu schnell geworden, Roboter. Ich kann euch nicht mehr verfolgen. Okay, da. Mist. Ich habe ihn aus den Augen verloren. Ist alles viel zu schnell. Warte. Speed. Noch langsamer. Boah, ruckel, ruckel. Das ist eine gute Art von Ruckeln. Jetzt kann ich wenigstens sehen, wenn irgendwo Resin angeflogen kommt. Aber kommt gerade nicht. Da kommt Resin. Ach, hier genau, beim Solder. Okay, normale Geschwindigkeit. Du bist bitte ab sofort super produktiv. Du bist ab sofort bitte super produktiv. Bist du schon. Okay. Also, das Solder-Problem sollte damit behoben sein. Das Resin-Problem zwangsweise auch. Haben wir jetzt Gottmodule? Beschränk dich bitte. Ja, haben wir aber nicht sehr viele, weil was fehlt? Circuit Boards. Circuit Boards fehlen, weil immer noch Solar fehlt. Du brauchst auch Produktivitätsmodule. Und du musst rot werden. Alles muss rot werden. Alles muss aufgestuft werden. Brr, 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 brr. Das könnte ich auch für die Ärmchen machen, dass alle blauen Ärmchen automatisch zu lila Ärmchen gemacht werden, wenn wir denn davon genug hätten. Aber so ist schon mal ein Anfang. So, Gottmodule hier. Also ihr macht jetzt weniger Energieverbrauch, mehr Geschwindigkeit, mehr Produktivität und weniger Smog. Allerdings ist es halt nur 10% Produktivität. Das machen die MK2er hiervon ja schon. Und wir benutzen momentan MK5er bei den Fabriken, die wir gerne hätten. Und Strom ist auch nicht so wirklich ein Problem, oder? Ne. Oh, hier fehlt wieder irgendwo was, weil irgendwas nicht angeschlossen ist. Ja. Jetzt? Ja, schon besser. Über 300. Okay. Oh, genau. Die Rüstung wollten wir noch weiter ausbauen. So. Dich auch noch aufstufen zu dem, der dafür fehlen, dir die Batterien und zweier Produktivitätsmodule. Mehr nochmal die Hälfte davon und ein extra. Und die Batterien haben wir automatisiert und wurde nichts gebaut. Was? Weil wir keine Batterien haben. Nein, was ist jetzt schon wieder falsch? So, wer von euch stellt Batterien her? Keiner. Du machst Batterien. Dir fehlen Empty Cells, dir fehlt Crushed FC, ha? Ja, wir haben keinen Crushed FC. Du bekommst schon mal die da für später. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, bauen wir bitte einen großen Area Drill mit Brass Gear Wheels. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir genug Crushed FC bekommen. Also nicht dieses Grün, sondern das andere Grün. Das wird bestimmt auch noch irgendwo eine Basis. Nicht dieses Grün und nicht dieses Grün. Und das da auch nicht, weil es das gleiche ist wie das da.
Das da brauchen wir. Ah, das ist kein Problem. Da setzen wir kurz eine Tree Farm hin. Nein, da setzen wir kurz Strommast hier hin. Bauen dann ein MK4er Drill. Genau. Und bauen den dahin. Das ganze Gebiet baut er jetzt ab. In die Kiste da. Damit bekommen wir jetzt genug Charge Chunks. Die Charge Chunks sollten eigentlich in der Yuoki-Ecke verarbeitet werden. Ist das da? Und ja, werden sie. Hier, in einem Crusher. Den wir jetzt auch noch... Was? Ah, da geht's nicht. Gehen das Speed-Dinger? Auch nicht. Welche Module passen denn rein? Na gut, das ist nicht wichtig. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder Crushed FC. Dadurch müssten wir wieder Batterien haben. Und da wir Batterien haben, können wir dann auch die anderen Batterien für den Kampfanzug herstellen und damit dann den zweiten MK3 Portable Fusionsreaktor. Das war jetzt gar nicht kompliziert oder so. Und warum braucht die Powerrüstung so lange? Fehlt irgendwas an Trinken? Oh, wir können hier richtig High-End-Speed-Module mal reinhauen und nicht nur die eine. Das ist eine gute Idee. Das Problem ist nur, dass unsere super High-End-Speed-Module momentan MK3 sind. Aber es ist trotzdem ein guter Sprung von 1 auf 3, würde ich sagen. So. Und, oh. Alles keine. Oder habe ich schon rausgenommen? So. Das wäre das. In der nächsten Folge würde ich ganz gerne hier bei den Modulen weiterarbeiten. Das heißt, nur so als kleine Vorwarnung. Die nächste Folge könnte recht trocken werden. Also eventuell überspringen, falls ihr ein wenig ungeduldig seid. Gibt es ja doch ein, zwei Leute. Das heißt, ich werde in der nächsten Folge hier einstellen die grünen Module von 1 bis 3. Ich kann sie schon bis 1 bis 5 vorbereiten. Also die grünen Module 1 bis 5, die blauen Module 1 bis 5, Gottmodul 2, die grünen auch bis 5 Hochstufen, die blauen auch bis 5 Hochstufen. Das heißt, ich stelle eigentlich nur Fabriken ein und Kisten. Dementsprechend etwas trocken. Also müsst ihr selber wissen, ob ihr die nächste Folge gucken wollt oder nicht. Ich habe euch gewarnt. Also bis gleich.